Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege? Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Ehre sei Gott. Das heutige Thema, und ich habe keinen besseren Vers gefunden. Oder keine bessere Verse gefunden als die, die ich gerade vorgelesen habe. Er ist allein Gott, für immer und ewig. Amen. So schreibt es der Paulus, der Verfasser von diesem Text, von diesem Lobpreistext. Der Paulus, der ja bekannt ist für einen brillanten Verstand. Und sein Wissen hat er auf der ganzen Welt, wenigstens der damalig bekannte Welt, kundtat. Der Text ist aus dem Römerbrief, Kapitel 11. Das ist so das Ende der bekannten Welt gewesen, plus minus, oder? Und der Paulus ist in dieser ganzen Welt herumgekommen, hat mit seinem Verstand und seiner Leidenschaft Menschen bewegt, hat geforscht, wer Gott ist, wer Gott für uns ist, hat Kirchen gegründet und Menschen zu Jesus geführt. Und seine Briefe, nicht nur der Römerbrief, aber auch der Römerbrief, sind bekannt für scharfsinnige Argumentationslinien, wo du kannst folgen als Leser und dir komplexe Themen einigermaßen verständlich erklärt werden. Bis heute erklären uns seine Texte Gottes Gedanken, Gottes Plan und Gottes Wesen. Und in diesem Kapitel 11 vom Römerbrief probiert der Apostel Paulus uns, oder vor allem den Leuten, die es hier gelesen haben, zu erklären, wie das funktioniert mit Juden und Nicht-Juden und wie am Schluss Gott alles wird zusammenfügen, dass eben alle in den Genuss von seinem Erbarmen kommen. Das ist eine relativ komplexe Thematik, ihr dürft es gerne mal selber lesen, Kapitel 11. Das ist kompliziert. Und der Paulus macht ein Meisterwerk, eine Masterarbeit zu diesem Thema. Und am Schluss, wenn du es ein paar Mal gelesen hast, kommst du wahrscheinlich einigermaßen daraus. In einem Thema, wo eigentlich so komplex ist, dass man es manchmal fast lieber wegschieben würde. Und nach diesen grossen Erklärungen, man hat keine Zeit, um darauf einzugehen, wäre auch mal spannend, könnte sich der Paulus ja ein bisschen zurücklehnen. Ich meine, er hat jetzt wirklich eine grosse Arbeit geleistet. Sein ganzes Wissen, sein ganzes Verstand hat er irgendwie ausgereizt, ausgelotet und auf Papier gebracht. Und jetzt könnte er mal in den Liegestuhl hängen, so wie wir jetzt in die Ferien oder was auch immer, und es ein bisschen geniessen. Vielleicht auch ein bisschen stolz sein drauf. Weil es ist wirklich grossartige Arbeit. Und es wäre nicht vermessen, wenn er sagen würde, da habe ich etwas Gutes gemacht. Aber der Paulus ist anders. Noch in Kapitel 11. Und wenn man es so liest, dann wirkt, als würde es aus ihm raus sprudeln. Noch im Kapitel 11, nach dieser grossartigen Erklärung, kommt es aus ihm raus. So, als wäre er müde zu argumentieren. So, als möchte er nicht mehr denken und nicht mehr die ganze Konstrukt und Theologie formen, kommt es aus ihm raus. Die Lobpreishymne, die wir vorher gelesen haben. Die Ziele vom Loben Gott. Und dort, in diesen paar Zielen, sehen wir, wer der Paulus wirklich ist. Nicht nur der grossartige Verstand, sondern auch der Mensch, der seine ganze Theologie, seine Argumentation irgendwann in so in Poesie übergeht, in so einem Hymnus übergeht und sein Verstand kapituliert vor der Grösse von Gott. Der Paulus braucht seinen Verstand. Und das heute ist keine Absage an Verstand. Der Verstand ist ein Geschenk von unserem Gott. Und wer, wenn nicht der Paulus, ist ein super Beispiel für das. Aber er weiß, dass sein ganzes Verstand, sein ganzes Wissen, seine ganze Brillanz Gott nicht wird können erklären, nicht wird können fassen, weil Gott grösser ist. Und er wird auch die Herausforderungen der Menschheit nicht können lösen. Und es ist, als würde er in sich wie zusammenbrechen, auf die Knie gehen, von Gott kommen, kapitulieren und sagen, Gott,
Du bist es. Du bist grösser. Es ist nicht auf einer Verstandesebene, sondern der Lobpreis, den Paulus hier beschreibt oder selber macht, ist eine andere Dimension. Die Dimension, die wir abgeben und Gott übernimmt. Die Dimension, wo wir von weitem ein bisschen etwas sehen können. Ehre sei Gott. Das ist der Paulus, das ist das, was der Paulus hier macht. Und wenn wir selber den Römerbrief lesen, geht jetzt so Kapitel 11 und 12, oder? Dann kommt so eine Lobpreis-Sequenz fast ein bisschen verloren daher, in dem Sinn. Und man liest das schnell so drüber, weil man ist gespannt, man ist an einem Thema dran, probiert es irgendwie rauszufinden, was heisst das, was bedeutet das? Dann kommt so ein Lobpreis, okay, weiter, next, spannendere Sachen, oder? Und wenn man es nicht wirklich bewusst fokussiert, dann geht es manchmal fast ein bisschen verloren. Mir kommt es so vor, als wenn du eine Weiterbildung machst, oder? Ich mache eine Weiterbildung, ein Thema, das ich sowieso schon mega gut weiss, oder? Und dann machst du noch etwas, was noch ein bisschen besser wird. Du bist bereit, du hast Geld investiert, deine Zeit, den ganzen Tag, hast Flöten für die Weiterbildung, dann kommst du in das Klassenzimmer rein und alle sind bereit. Und die Lehrperson, eine Koryphäe auf dem Gebiet, hat genug dabei, um dir den Rucksack übervoll zu füllen, dass du noch viel besser wirst in diesem Gebiet. Alles ist bereit, die Leute sind ready. Und dann, wir fangen an mit einer gruppendynamischen Übung. Wer kennt das? Ich weiß es nicht. Jetzt wollte ich doch Know-how bekommen. Ich wollte Wissen tanken. Ich bin hier für eine Weiterbildung, nicht für eine gruppendynamische Übung. Damit wir uns ein bisschen spüren, oder? Ein bisschen kennenlernen, selber ein bisschen merken, wo wir stehen und so weiter und so fort. Schnell kommt die Angst auf, dass das für nichts war, was ich hier gebucht habe. Dass wir jetzt hier ein bisschen spüren, ein bisschen kennenlernen, aber eigentlich das, was ich wirklich will. Das Fleisch im Knochen, dass das verloren geht. Aber oft, nicht immer, aber oft, ist es bei diesen gruppendynamischen Übungen, es gibt sicher noch coolere Namen für das, wo man eben nicht gerade tief ins Thema hineingeht, sondern zuerst mal irgendwie wahrnimmt, was um sich herum ist, wer ich bin, was mein Gegenüber ist und so weiter. Doch ein Schlüssel. Dass nachher das Wissen effektiv irgendwo bei mir landet. Irgendetwas macht es mit uns. Und oft ist es ein Schlüssel zum Erfolg von einer Weiterbildung oder von einer Sitzung oder von einem Gespräch, wenn man zuerst nicht gerade direkt ins Thema hineingeht, sondern zuerst sich auf etwas anderes fokussiert. Und so ist es für mich auch ein bisschen mit diesem Lobpreis, mit diesen Lobpreissequenzen in der Bibel oder wo jetzt dazwischen zwei gewichtige Themen sind, die sind eben nicht verloren. Es sind auch keine gruppendynamischen Übungen. Das war nur ein Beispiel. Aber es ist, wenn man dem Raum und Zeit gibt, etwas, das uns vielleicht mehr weiterbringt, als wenn man einfach die Theorien liest und die Theologie dahinter probiert zu verstehen. Wie es einem noch an einen Ort herführt, wo es uns auf einer anderen Dimension etwas hilft. Also lasst uns das entdecken, herausfinden, den Lobpreis, der so mit drin steht. Spannend ist, der Paulus braucht das immer wieder, aber nicht nur er, verschiedenste Autoren der Bibel machen immer wieder so Sequenzen, man sagt auch Doxologien, also Momente, zum Teil sind es nur Sätze, wo einfach das Thema stoppt, Gottes Lob in die Mitte stellt und nachher geht es wieder weiter. Und das ist immer so ein bisschen ein ähnlicher Ablauf, es ist eigentlich ziemlich einfach, um sich zu merken. Es lobt Gott, es betont seine Grösse, hebt ihn auf und am Schluss ist meistens ein Amen. Das war hier eine bekannte Form. Offenbar hat man hier, wenn man irgendeine Liturgie gemacht hat oder einen Text geschrieben hat, hat man das auf dem Radar gehabt, dass man immer wieder mal eine Sequenz reinschiebt, wo man sagt, wer wirklich die Fäden in der Hand hat, wo man Gott lobt, ihn aufhebt und ihm den Platz gibt, der ihm gebührt. Wir lesen den Text nochmal zusammen durch, gehen ein bisschen mehr darauf ein. Für die, die nachlesen, Römer 11, ab Vers 32. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief ist seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Unmöglich für uns zu erfassen, wie absolut gross und allmächtig und über allem unser Gott ist. Das ist einfach Lob, das ist einfach Gott gross machen. Nicht in einem Verhältnis zu irgendetwas, sondern es ist einfach außerhalb von unserer Reichweite. Es ist tiefer, es ist breiter, es ist grösser.
Gott steht über allem. Und es ist auch ein bisschen ein Kapitulieren von unserer Logik, wenn wir probieren, Gott zu erklären. Wir können es nicht. Gott ist grösser. Dort, wo unsere Logik an Grenzen kommt, ist er erst warm gelaufen. Wir kennen das, oder? Gott ist gross. Er ist der Grösste. Es geht weiter mit dem Bezug zum Mensch. Hat jemals ein Mensch die Gedanken des Herrn ergründet? Das ist eine rhetorische Frage, wir müssen zum Glück nicht antworten darauf. Ist je einer sein Berater gewesen? Wer hat Gott jemals etwas gegeben, sodass Gott es ihm zurückerstatten müsste? Hier bringt der alttestamentliche Zitat aus Jesaja und dem Hiob, wo das so diskutiert wurde. Und er stellt fest, niemand kann Gott beraten. Niemand kann ihm etwas geben. Er hat ja schon alles. Er weiß ja schon alles. Er ist ja schon alles. Wir Menschen können nicht dazu beitragen, dass er noch ein bisschen mehr Gott ist, als er jetzt schon ist. Entsprechend führt sie so eine Demut. Wir müssen uns auf unseren Besitz und unser Wissen auch nicht einbilden. Weil er hat es schon gewusst. Er hat es schon besessen. Es ist maximal ein Geschenk von Gott. Vielleicht sind wir fleissig und gehen an Weiterbildungen und so weiter, aber alles hat er schon gewusst, hat er schon gehabt. Wir können das, was er gibt, noch ein bisschen umverteilen. Aber er ist immer grösser. Es führt uns in eine demütige Haltung, dass wir Menschen in Bezug auf Gott halt schon nicht die sind, die ihm das Wasser reichen können. Und das ist auch gut so. Und der letzte Satz, die letzten zwei, Gott ist es, von dem alles kommt, durch den alles besteht und in dem alles sein Ziel hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Das ist nochmal so ein Abschluss. Gott ist es, von ihm kommt alles. Er ist der Ermöglicher, der Spender vom Leben. Wegen ihm leben wir überhaupt. Wegen ihm haben wir Sachen, wissen wir Sachen. Aber das Leben hat auch ihn zum Ziel. Wir haben ihn zum Ziel. Das ist ein bisschen philosophisch. Und wir sind auf ihn ausgerichtet, die Schöpfung ist auf ihn ausgerichtet. Für uns könnte man vielleicht sagen, irgendwann, wenn wir unsere Ewigkeit, werden wir die Ewigkeit mit ihm verbringen. Alles ist auf Gott ausgerichtet. Ihn, den Gott, den wir hier beschrieben haben, gibt es zu Ehren, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das ist der Text von Paulus. Und ich habe vorher gesagt, das war trotzdem mal normal gewesen, in so einer Liturgie oder in so einem Brief hat man so Sequenzen reingetan. Ich glaube nicht, dass es wegen dem zur Gewohnheitssache oder zur lästigen Pflichtübung ist worden. Für das sind jetzt zu viel Feuer drin. Ich glaube, mehr Lobpreis, wenn wir jetzt heute in unserem Kontext schon sagen, ist es wohl einfach eine Gebetsform. Es ist eine Art, wie wir beten können, wie wir Gott anbeten können. Lobpreis als Gebetsform. Wir geben Gott unser Lob. Und was macht er damit? Ich habe festgestellt, er braucht das gar nicht. Das ist ja noch lustig eigentlich. Wir geben ihm etwas, was er aber gar nicht braucht. Weil wenn wir es nicht machen, dann machen es die Steine. Lesen wir nach im Lukas 19. Oder vielleicht die Stühle oder was auch immer. Also Gott ist gar nicht so abhängig von uns. Trotzdem ist Lobpreis, eine Gebetsform, etwas, wo im Neuen und Alten Testament immer wieder gemacht wird. Man könnte ja schnell auf die Spur kommen, ja, was ist der Lobpreis? So ein bisschen, ja Gott hat ja schon mega viel gemacht für uns. Er hat uns so vieles geschenkt. Und dann könnte man sagen, ja, wir loben und preisen dich für das, was du gemacht hast, für das, was du uns geschenkt hast. Also an dem ist nichts verkehrt. Aber der Text von Paulus, das ist nicht ein Dankesgebet. Man spürt eine gewisse Dankbarkeit in dem Ganzen hin. Definitiv. Aber es ist nicht danke Jesus, danke Gott für all die Sachen, die du mir geschenkt hast. Es gibt die Dankestexte, Psalmen und andere Sachen, wo Menschen Gott Danke sagen und es ist grossartig und lasst uns dankbar sein, Gott gegenüber. Aber so der Lobpreis ist nicht klassisches Dankesgebet. Das ist auch nicht eine Belohnung für Gott. Ja Gott, du hast mir jetzt da, weißt, ein bisschen geschaut, jetzt tue ich dich ein bisschen mehr loben und preisen. Weil du brauchst es ja und ich habe es auch gebraucht und darum, es ist nicht so ein Mechanismus. Wir können ihm nichts geben, was er bräuchte. Es ist einfach, Gott dafür loben, ins Ehren und zu anerkennen für das, was er ist.
nicht als Gegenleistung, sondern Gott ist Gott. So wie wir ihn vorher beschrieben haben. Er ist der. Und ihn loben wir und beten ihn an. Wir wenden uns ihm vertrauensvoll zu. Wir schauen ihm in die Augen und wir loben ihn für das, was er ist. Spannungsvoll dabei kann manchmal sein, dass wir Gott ja nicht fassen können. Wir haben es vorher gehabt, er ist unfassbar, er ist über allem. Und jetzt sollen wir ihn loben und offenbar machen sie das alle, oder? Ja, aber wie können wir jemanden loben, der unfassbar ist und wir gar nicht so genau wissen, wer er ist? Und ich habe da ein cooles Zitat gefunden, das das Ganze umdreht. Ich weiß leider nicht, von wem das ist. Es heißt: Wie könnte ich Lob preisen, wie könnte ich dich Lob preisen, wenn ich dich begreifen könnte? Das ist eine Spannung. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, merken wir, wenn du und ich Gott könnten erklären, ich weiß nicht, ob wir den loben müssen. Lobpreis ist eine Anbetungsform, die kommt uns im Alten und im Neuen Testament immer wieder entgegen. Aber auch im Blick ein bisschen führen, sehen wir Lobpreis. Nochmal ein bisschen in einer anderen Form. Lasst uns das auch nochmal entdecken. Und zwar der Johannes hat ja in Offenbarung die Vision, wo er mitgenommen wird und er verschiedene Sachen sieht. Und eine Szene ist, wo er uns beschreibt, ist dort, wo er in die Thronsaal hineinkommt. Ich lese euch das vor aus der Offenbarung 4, Vers 6 bis 11. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher. Er, der war, der ist und der kommt. Und so oft sie dem Ehre erwiesen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinem Thron nieder und rufen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Die Wesen um den Thron, die 24 Ältesten, Tag für Tag, Nacht für Nacht, immer wieder, sie beten Gott an, sie loben und preisen ihren Gott. Gottes Schöpfung zusammen mit diesen Wesen ist berufen, zum Gott anbeten. Und wenn wir den Blick in dieser Offenbarung anschauen, merken wir, es ist mehr als einfach ein Gebet, das man morgen macht, dass man nachher weitergehen kann. Es ist ihr Lebenssinn, die Wesen rundherum, die machen das. Es ist eine Momentaufnahme, ich weiß nicht, ob sie es immer das ganze Jahr durch machen, aber es zeigt es so krass, wie das Lob, das Gotteslob, das ist extrem präsent. Und es ist Berufung von Schöpfung. Für uns ist es auch Berufung. Für uns ist es vielleicht mehr nur eine Gebetsform. Aber wenn wir im Himmel schauen, merken wir, Lobpreis ist überall. Die Lobpreistexte, die wir von Paulus lesen oder aus der Offenbarung oder aus anderen Schreibern von der biblischen Schriften, die zeugen von dieser Zuwendung zu Gott. Und man könnte sagen, sie kommen mit leeren Händen zu Gott. Sie anerkennen, dass sie nichts zu geben haben. Und sie loben einfach Gott. Verglichen mit anderen Gebetsformen, die wir auch kennen, bitten, flehen, klagen. Alles wichtige Gebetsformen, alles biblisch. Nichts falsch an dem. Aber verglichen mit denen ist der Lobpreis, ist die Anbetung nicht das Verhandeln, nicht das Diskutieren. Sondern einfach ein Ehr geben. Ich gebe dir die Ehre. Und ich verweile in deiner Nähe. Nicht weh oder überhaupt oder sowieso. Und ich finde das spannend. Es ist irgendwie so, dass eben nicht feilschen, nicht diskutieren, nicht mal gross Danke sagen, eben das ist alles drin. Aber Lobpreis ist einfach, ich gebe dir die Ehre. Und die Frage, die sich ja dann stellt, am Schluss effektiv ist, was ist denn für mich drin?
Also jetzt haben wir gelesen von diesen Wesen, der Paulus macht es und auf verschiedenen Orten, oder David ist ein Klassiker, oder, wo Lobpreis immer wieder kommt. Und die Frage ist, was ist denn für mich drin? Weil beim Beten ist das oft die Frage. Weil beten tun wir oft wegen etwas oder für etwas. Irgendetwas ist nicht gut, irgendetwas wünschen wir uns oder irgendetwas wollen wir beklagen. Und dann hat das Gebet so ein greifbares Ziel, oftmals. Und wir hoffen, dass Gott die Gebete erhört und etwas macht. Wenn das beim Lobpreis nicht so ist und wie wir gehört haben, Gott ja unseren Lobpreis nicht mehr braucht, ja, ist der nicht einfach ein Zeitfresser? Ich glaube, die Frage ist okay, die dürfen wir uns stellen, die gehört in unserem Leben dazu. Und wir könnten jetzt hier auch einen Blumenstrauß an Antworten aufzeichnen. Wir könnten jetzt sagen, wir bekommen auch etwas zurück, wenn wir Lob preisen. Wir könnten jetzt sagen, wenn wir ihn loben und preisen, dann werden wir selber glücklich. Wir blühen auf. Wir könnten auch sagen, wir bekommen inneren Frieden. Unsere Sicht auf die Welt verändert sich. Wir spüren seine Kraft, wir gewinnen eine Erkenntnis. Da könnte man jetzt ein grosses Bucke zeichnen und sagen, das ist alles drin, wenn wir ihn loben und preisen. Ich würde diesen Aussagen nicht widersprechen. Ich glaube, das ist drin. Und ich erlebe es manchmal selber auch, dass wenn ich ihn loben und preise, ein bisschen weg von meinem Gedankenzeug, ein bisschen irgendwo einfach auf ihn schaue, dann passiert etwas mit mir. Aber ich habe gemerkt, jetzt hier probieren aufzulisten, was da für uns drin ist, wenn wir ihn loben und preisen, widerspricht dem ganzen Konzept. Von diesem Lobpreis reicht es dann nicht, Gott einfach anzubeten, ihn zu loben und zu preisen, weil er ist, wer er ist. Können wir denn Gott nicht einfach anbeten, ohne den hohlen Hang hinter dem Rücken, in Erwartung, dass er uns da schon etwas noch füllt? Gott schenkt uns regelmässig vieles, aber Lobpreis. Loben und preisen tun wir ihn wegen seiner Grösse, wegen seiner Güte, wegen seiner Allmacht, weil er Gott ist. Und nicht damit wir wieder profitieren. Im Text von Paulus und der Offenbarung sehen wir, es ist ein Bedürfnis von ihnen. Sie machen das Richtige. Ihn loben und preisen ist das Richtige tun. Ja, eben Berufung sogar. Es ist die Schöpfung macht das. Und oft sagt die Bibel gar nicht so viel dazu, was die Reaktion ist. Weil es vielleicht einfach so dastehen soll. Lob Gott, weil er Gott ist. Um des Lobens willen, könnte man sagen. Und so komme ich zum Schluss, dass eben Loben nicht etwas ist, wo man sagt, ich gebe dir, du gibst mir dafür. Sondern Lobpreis ist, sich in seine Nähe einzubegeben, ihn anzuschauen, ihn anzubeten. Er, der als einziger würdig ist, unsere Gebete zu empfangen. Er, der ewig ist. Er, der über allem steht. Lobpreis ist Beziehung zu einem mächtigen Gott pflegen. Lobpreis sieht man in der Bibel. Man liest davon. Ich würde es so sagen, Lobpreis hat etwas. Es passiert etwas. Es passiert etwas mit diesen Wesen. Es wirkt nicht als Wesen Pflichtübung. Der Paulus baut es ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er es einbaut, einfach weil er muss. Da ist viel mehr drin. Es ist etwas dort dabei. Es hat etwas. Aber was es ist, was vielleicht für uns zurückkommt, soll nicht der Grund sein, sondern Gott ist der Grund. Und wenn wir das Geschenk bekommen, wenn wir etwas bekommen, das wir irgendwo mitnehmen können, wenn es uns gut tut, Halleluja. Es ist doch so, dass wir bei Gott nicht zu kurz kommen. Dann lass uns genießen und das Geschenk annehmen. Aber nicht als Pflichtreaktion von Gott auf unsere grosszügige Zeit, die wir ihm widmen. Vielleicht bietet die aktuelle Ferienzeit, die einen heiss, die anderen weniger, aber Sommer ist manchmal auch der sonst Moment zum Verweilen oder sonst mal eine Pause machen. Genau die richtige Bedingung,
um diesem Lobpreis wieder mal Platz zu machen. So wie der Paulus seine Argumentation, seine Arbeit liegen gelassen hat für einen Moment, eine Pause einzufüllen und zu sagen, jetzt richte ich mich auf Gott aus. Ich lobe und preise ihn. Nicht, weil ich etwas zurückbekomme, sondern weil er ist, wer er ist. Der Paulus hat nachher Stift und Federn und Papier wieder in die Hand genommen und hat weitergefahren. Aber vielleicht ist es genau in der Ferien oder in Pausen der Moment, um uns mal nicht mit unseren Anliegen zu beschäftigen oder unseren Sachen, Gedanken, Konstrukte, um uns sonst noch bewegen oder Erkenntnis und so weiter. Einfach mal auf die Seite schieben, das Fenster für Gott aufzutun, uns ihm herzugeben, ihn anzubeten, ihn zu loben. Warum nicht einmal im Tag so einen Text lesen? Kurz darüber ruhig werden. Es gibt tausend mögliche Möglichkeiten, wie wir das praktisch umsetzen können. Uns auf Gott ausrichten, weil er Gott ist. Warum nicht mit den Kindern oder mit Freunden so eine Zeit hineinschieben? Gott die Ehre zu geben. Wir werden anschliessend eine Zeit haben vom Lobpreis. Wir machen es ja bei uns immer wieder, klassisch, mit der Band. Wir singen Lieder, wir loben Gott. Das ist eine Möglichkeit und wir werden das heute auch machen. Das ist immer eine wichtige Zeit. Aber bevor wir in die Lobpreiszeit hineingehen, möchte ich eine kurze Nachdenkzeit hineinschieben. Wir haben jetzt einiges gehört über Lobpreis. Und du hast persönlichen Zugang zu Lobpreis, zu Gott und irgendwas, wie du das machst. Du hast eine persönliche Art und Weise. Und ich lade dich ein, kurz darüber nachzudenken. Über dein Lobpreis-Gebetsleben. Ohne Druck, du musst nicht das und das und das. Ich habe nichts von dem gesagt. Ich habe nur gesagt, es hat etwas. Für das gebe ich euch zwei, drei Fragen auf den Weg. Kann ich Gott bedingungslos loben? Oder muss ich eine Art, einen Benefit daraus haben? Muss ich eigentlich einen Lohn dafür bekommen? Du kannst das überlegen in deinem Herz. Gibt es etwas ganz konkret, das mich hindert, Gott zu loben? Und dann die nächsten zwei Fragen, die uns vielleicht schon in den Lobpreis hineinführen, die müsst ihr nicht alle beantworten heute. Wer ist Gott? Wir haben ein paar Sachen gehört über Gott heute. Wer bin ich? Vielleicht im Verhältnis zu Gott. Ich lade euch ein, euch Gedanken zu machen. Für euch, die Fragen werden da vorne sein, wir werden ein Instrumental haben dazu, wo ihr euch einfach diesen Gedanken widmen könnt. Fragt mal Gott, fragt euch selber, bevor wir nachher in die Lobpreiszeit hineingehen. Jesus Christus, wir loben und preisen dich. Vater im Himmel, wir loben und preisen dich. Heiliger Geist, wir loben und preisen dich. Gott, du bist der, der uns das Leben geschenkt hat. Du bist der, der wir den Wegen unser Leben leben.
Und unser Leben ist auf dich ausgerichtet. Ob wir das gerade aktiv machen oder nicht. Die Schöpfung ist auf dich ausgerichtet. Alles schaut zu dir. Alles betet dich an. Und wenn du sagst, Steine beten mich an, wenn es Menschen nicht machen, dann scheint da grosse Kraft dahinter zu sein. Und ich danke dir für die Momente, die wir schon haben dürfen, wo du uns begegnet bist, im Lobpreis. Wir wollen aber dich heute bedingungslos loben und preisen in dieser nächsten Zeit, die wir haben. Wir strecken dir unser Herz entgegen. Wir schauen auf dich, wir geben uns dir her und wir loben und preisen dich für das, was du bist. Und wenn du Antworten auf die Fragen gehabt hast, die dir nicht passen, wo du merkst, nein, das geht ihnen nicht, das ist etwas nicht so, wie ich es vielleicht gerne hätte, dann segne ich dich, dass du dort wegen gehen kannst. Vielleicht hast du Mühe mit dieser Form von Lobpreis, vielleicht ist es etwas sonst, was im Weg ist. Ich glaube, für Gott ist nichts unmöglich. Wir beten dir den an, der über allem steht. Und ich segne dich, dass du so einen Moment darfst haben, wo du eben die Sachen auf die Seite schieben kannst und den Gott anbeten kannst. Amen.